So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Alles läuft schief. So, genau, wir hatten hier. Genau, hier war das ganze andere Zeug. Genau, das heißt, hier war Kaffee. Und das hier ist, glaube ich, Chili-Zeug. Genau, Chili. Das heißt, wir müssen nochmal Kaffee und Chili holen. Achso, kann ich die ja gleich hier abbauen. So. Ach, guck mal, Chili könnte man schon direkt wieder anpflanzen. Dann macht das auch mal schnell. Dann brauchen wir bloß noch 36 Kaffee. Und dann passt das doch. Kaffee, ich komme. Lass mich raus. Ich bin in Eile. In meiner Höhle, sag mal. Nee, nee. Sollte ich die Höhle einfach mal zusperren? Die kommen halt nie wieder raus, ne? Keine Ahnung, ob sie den Spawn-Befehl kennen. Problem ist natürlich, dass es da unten doch auch ganz schön dunkel drin. Naja. So. Ja, jedenfalls mache ich überhaupt. Es wäre doch viel sinnvoller, die Holzblöcke da reinzubauen. Oh. So. Ungefähr. Achso, die beiden müssen noch weg hier. Ungefähr so. Jetzt die Frage, komme ich hier raus? Ne, komme ich nicht. Oh, haben wir da drin so schöne Muster. Das heißt. Die Leiter werde ich wahrscheinlich verlieren. Ja. Auf Wiedersehen, du schöne Leiter. So. Weil jetzt sieht das Ganze nämlich nicht hässlich aus, sondern jetzt sieht das aus wie einfach so ein Ding, wo man halt so ein Holzbrett drauf gepackt hat, ne? Also jetzt sieht es halt realistischer aus, so. Hätte sich ja fast gelohnt, eine Axt zu holen. So. Ja, sieht einfach aus, wie als wenn ein Holzbrett liegen würde. Passt. Okay. Wir brauchen Kaffee. So. Ne, komm hier. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, perfekt. Lol. Und warum zwei Felder hoch? Ganz einfach, damit man da sich nicht reinbacken kann. Weil einen Block abzubauen ist halt relativ einfach. Wobei, ich habe gesehen, mein Server reagiert jetzt tatsächlich so schnell aufgrund des Glasfasers, dass wenn ich bei mir auf Arbeit bin und mich von dort zu Hause mit dem Rechner verbinde, also wirklich übers Internet arbeite, die Verbindung immer noch so schnell ist, dass man es nicht schafft, einen Block abzubauen und dadurch dann reinzufallen. Ne? Weil normalerweise, wenn man jetzt den Block abbaut, können wir mal kurz hier probieren.
aufbauen. Ja? Wenn man jetzt hier versucht, ein Ding abzubauen, dann, wenn das lange genug weg ist, dann fällt man jetzt quasi dann durch. Und wie man sieht, ist das halt so schnell, dass man halt gar nicht erst anfängt, drunter zu fallen und so weit drunter zu fallen, dass man quasi durchfällt. Und hier bei mir lokal war es ja sowieso noch nie das Problem. Aber mittlerweile durch die Glasfaser ist es halt so schnell, dass auch extern, wenn ich mich halt von meiner Arbeit aus verbinde, das so ist. Also hier durchzufallen ist mittlerweile wirklich echt eine Kunst. Es gibt natürlich immer noch Mittel und Wege, ja, muss man auch sagen. Aber so der Otto-Normalverbraucher, der keine Ahnung hat, wie man das umgehen kann, der ist damit zumindest schon mal abgeblockt. Und da der eine von denen vorhin Russisch gesprochen hat und die Russen dämlich genug sind, einen Krieg zu beginnen, sind sie auch definitiv zu dämlich, um sowas zu kapieren. Ich freue mich schon auf die Kommentare. Ja. Sorry, muss einfach sein. Oh, wird schon wieder dunkel. Wo waren wir jetzt eigentlich? Ach ja, genau, hinten Feldborn. schön. Ob ich bei dem Video mal die Kommentare deaktivieren sollte? Hm, ich weiß ja nicht. Andererseits wäre es halt einfach zu lustig. So. Tada. Gut, jetzt geht's hier weiter. Wobei man jetzt schon merkt, so dunkel arbeiten ist ja relativ kacke, ne? Hey, hey. Okay, man merkt, das Schwert ist auch langsamer. Das heißt, man braucht wirklich ein gutes Schwert, damit das hier auch wirklich so schnell funktioniert, dass man im Laufen einfach abbauen kann. Ja, siehst du. Ist fast genauso schnell wie ohne Schwert abzubauen. Ah, kacke. Hätte nicht gedacht, dass das Schwert langsamer ist als ein Eisenschwert. Ich dachte mal, Silber ist besser. Naja. Wahrscheinlich genauso ein Irrglaube wie Gold, ne? Dass Goldschwert viel besser ist als ein Eisenschwert. Obwohl das halt überhaupt nicht so ist, weil Gold ist halt ein Weichmetall und ja. Silber ist halt auch weicher als Stahl. Ich bin mal gespannt. Ich meine, ich erkenne jetzt hier noch alles. So, absolut alles. Aber ich bin mal gespannt, wie viel man davon noch auf YouTube erkennen wird. Weil für YouTube könnte das mittlerweile echt ganz schön dunkel werden, ne? Naja. Die Sache ist halt, wir können auch nicht pennen gehen. Weil, ja, dann alle pennen gehen müssten. Und keine Ahnung, wie ich den beiden erklärt bekomme, dass sie mal pennen gehen sollten. Einzige Alternative wäre also höchstens noch jungfe Fackeln aufstellen. Da. Oh. Ich habe gar keine Fackeln dabei. In meiner Tasche hier. Was ist denn das für ein Bullshit? Welche Survival-Tasche beinhaltet bitte keine Fackeln? Ich meine, gut, hier ist alles drin, um sich Fackeln bauen zu können, aber direkt Dosen fertiger Fackeln wäre doch geil. Schon Konservierungsstoffe. Naja. Tja, und wir müssen natürlich auch aufpassen wegen Monster, ne? Die kommen jetzt auch. Ah. Und da Monster nicht als PvP gelten, sollten uns Monster tatsächlich immer noch Schaden machen können. Ich meine, gut, wir haben eine Rüstung an, ja, aber.
So, jetzt müssen wir mal gucken. Erstmal müssten wir die Dinger hier wieder aufstellen, ne? Das geht ungefähr so. Perfekt. Da muss ich jetzt die Dinger ranklatschen, ne? Ja, genau. Genau. Auf Normalbogen geht das nicht. So, überall ist grün, überall ist grün, überall ist grün. Okay, und jetzt gleich jetzt auch nochmal hier mit den Weintrauben. Erstmal hier kurz ein bisschen leer machen. Ist ja hier, weißt du was, kommt da so, bringt ja eh nichts. So, das Geld lasse ich mal, weil bekommen wir eh immer wieder. Und ich habe immer was, womit ich abbauen kann. Mit Geldschein Sachen abbauen. Also, was Weicheres als Geldscheine gibt es ja quasi gar nicht. Ich verhaue dich mit meinem Staubmob. So, jetzt sind wir wieder hier. Da. Alles grün, alles grün. Alles grün, alles grün. Okay. Perfekt. So. Jetzt kommt das letzte Feld, wobei das hier noch relativ kahl ist. Also die Seite zumindest. Ah, das sieht ja eher. So schöne Bilder hier, Alter. Weißt du, überall hast du hier so Piktogramme und dann hier einfach richtig 1 zu 1 Foto von der echten Erdbeere. Ja, ich weiß, es ist eine, aber ne, sieht schon realistischer aus als die anderen Bilder. Oh, ich glaube, die wollen wieder rauskommen, ne? Upsi. Vor allem aufgrund dessen, dass hier ein deutscher Server ist, ist halt die Frage, die können halt nicht mal um Hilfe fragen. Von daher ist halt die Frage, ob sie wissen, dass es bei Mindtest diesen Spawn-Befehl gibt. Womit die sich zum Spawn teleportieren können. Oder die haben sich sogar schon Homepoint gesetzt. Kann auch sein. Ist halt die Frage. So, oh, guck mal hier. Oh, guck mal, jetzt wo wir da sind, jetzt wächst ja alles. Immer für den Verarschen. So, perfekt. So, das können wir hier nochmal halt schnell. Geil. So. Eigentlich könnte man hier auch nochmal überall abbauen, ne? Die Frage ist, wir haben nur das normale Weizen. Alles andere haben wir hier vorne gar nicht, ne? Die anderen Getreidesorten aber nur auf den Feldern dort. Sehr interessant. Oh doch, der hat es rausgeschafft.
Der Geister bei mir im Haus rum. Wohl. So, machen wir mal kurz gucken hier. Ach ja, die andere Sache habe ich hier noch alle im Rucksack drin. Ich find's bald. So, hier ist alles raus. Ja, gut, das hier könnte ich noch irgendwo mit reinpacken. Habe ich hier was? Nö, ne? Nö. Guck mal, wir haben hier von 1000 Stück. Das heißt, wir müssten früher echt ganz viele davon bekommen haben. Aber diesmal haben wir halt kein einziges bekommen. Waren die noch nicht fertig? Oder haben wir jetzt bei dem Update der Mod irgendwas kaputt gemacht? Oder habe ich da was kaputt gemacht? Man weiß es nicht. Aber seltsam ist es schon. So. Noch ein Durchgang. Hey. Genau, mehr haben wir nicht. Okay. Was macht er bei meinem Server? Bei meinem Reaktor. Lass den Reaktor in Ruhe. Mehr als Damage bekommen kann er nicht. So, jetzt mal überlegen. Wir haben jetzt eigentlich noch Fackeln, die ich in meine Survival-Tasche packen kann. Oder nicht. Ah, guck mal, ja, was sogar noch diese originalen Bäume. Lol. Interessant. So, Holz. Muss ja nicht mal Holz mit drin sein, ne? Haben wir hier Fackeln? Nö. Dann sind sie wahrscheinlich hier mit drin. Auch nicht. Habe ich keine Fackeln? Bei sowas fackel ich doch normalerweise gar nicht lang. Oh. Bin schon wieder verhungern. Nö, hier ist auch noch so Fackeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nur so Fackeln habe. Das macht ja mal gar keinen Sinn. Wo sind meine ganzen Fackeln hin, sag mal? Los, ihr Bitches, geht schlafen. Hä? Als ich hier vorhin mit Ronix mit dem Volk-Account dran war, da war ja doch noch ein Ding drinne. Da war doch eine Kiste in der Kiste. Ah, wer weiß. Ja, haben wir echt keine Fackeln. Achso, siehst du? Halt, vielleicht hier dran. Nee, auch nicht. Wieso habe ich keine Fackeln? Ach, hier, guck mal, 21. Na gut, das sind jetzt nicht so viele. Aber immerhin ein paar. Okay. Ich hätte schwören können, dass ich irgendwie ganz viele Stacks davon hatte. Also, massig davon hatte. Aber nö. Dann war es ein anderer Server. Okay. Gut. Dann würde ich mal sagen, wo sind jetzt eigentlich meine ganzen Tiere hin? Hatte ich nicht ganz viele Tiere gehabt? Und ich habe die, glaube ich, in einen von diesen Kisten reingepackt. Aber hier ist gar nichts mehr drin. Wo sind denn meine Tiere alle hin? What the fuck?
meine Tiere. Ich weiß, wir hatten ganz viele davon. Also, wir hatten halt viele. Troppe alle zur Seite, was ist denn hier los? Dann bauen wir mal Kakao ab. Also so mit Tag-Nacht-Rhythmus zu spielen, so mit Mond zu sehen gleichzeitig, hat schon was. Muss man schon echt sagen. Ist schon ganz cool. So, hier haben wir jetzt alles abgeerntet. Dann oh. Oh, leck mich. Ich nehme aber mal eine Axt mit. Weil für die Kaktusse brauchen wir, glaube ich, eine Axt, damit das schön schnell geht. Axt, 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 Axt. Habe ich keine Axt? Sakrileg. So. Da und dann da. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Noch da. Eine Axt sollte erstmal reichen. Ach so. Ach. Ah, ne, okay. Dazu, ich habe hier drin jetzt eine Axt gehabt. Ich habe schon wieder alles verschwendet in meinem Leben. Aber nö. Ich weiß ja noch, diese Sträucher, diese beiden Sträucher waren, glaube ich, unsere allererste richtige Nahrungsquelle, ne? Die hatte ich ja früher abgeerntet, as fuck. Das war noch Zeiten. Genau, hier brauchen wir eine Axt für. Was? Warum fehlt ein Block? Axtenschädel, Axtenschädel. Also die komischen vielen Blöcke.
Okay. Da kommen jetzt hier noch die verschiedenen Dinger. Fertig. Sehr geil. Gut, dann haben wir jetzt wieder Kaktus und was das andere Zeug auch immer noch mal war. Papyrus, glaube. Und Mass. Sehr schön. Gut, dafür jetzt bloß noch die Felder hier. Und dann haben wir alles. So, weg, weg, weg. Weg. Ja. Und nö. So. Hey, was mit dir? Raus da. So. Komm mir gerade vor hier wie beim Farming Simulator. Da hat gerade gesagt, hallo? Meine Server ruckeln auf einmal. Was ist denn hier los? Perfekt. So, vielleicht besucht ihr mal hinten, ne? What do you want? Warum hat er eine Goldrüstung an hier in der Mitte? Und da unten hat er Mithril. Das sieht so hässlich aus. Du siehst so hässlich aus. La 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 la. Hässlich. Hässlich, hässlich, hässlich. Oh, guck mal, die Sonne geht schon wieder fast auf hier. What do you want? What do you want? Huh? Huh? Ja. Ha, ich hab Noclip aktiv. Genau, verpiss dich. Oder wie ein intelligenter Mann eins sagte, runter von meinem Rasen.
Ist er schon wieder hier? Whatever. Da geht die Sonne schon und der Mond schon unter und die Sonne kommt gleich hoch. Yay, wird dann wieder hell. Jetzt unter. Oh, halt, was ist hier los? Herkomm. So. Oh Gott, da liegt auch noch was rum. Warum ist hier Gras? What the fuck? Hier ist auch Gras. Da auch. Was ist hier los? Warum ist hier mal Gras? Seit wann kann unter Wasser Gras wachsen? Da macht ja mal gar keinen Sinn. So. Okay. Dann sind wir einmal komplett durch. Boing. Wie der versucht, mir Sachen abzubauen, Junge. Armer Junge. Er ist geistig etwas verwirrt. So. Reiß mal hier. Achso, halt. Erstmal hier. Na. Damit wir auch alles rauspacken und nicht nur das, was wir gerade in. So. Schwupps. Okay. Sollten wir eigentlich. Achso, ja, genau. Das Zeug und das Zeug liegen ja woanders. Ich weiß gerade nur nicht wo. Man wird es nie erfahren. Wo waren das? Hier war das nicht, oder? Doch, da hinten. Warum hier hinten? Macht ja mal gar keinen Sinn. So. Und weißt du was? Wapp. Weil es so schön ist. Wow. So. Okay. Das heißt, wir haben jetzt soweit allen erstmal alles ab. Ach, halt. Das sind die Kakaobohnen. Was ist das? Rohkakao. Ach du Scheiße, ich muss das auch noch bearbeiten. What the fuck? Ach du Kacke. Wie macht man aus dem einen das andere? Was? Ach, die musste kochen. Lol. Ach so, halt, warte mal kurz. Okay, ich kann also aus Erdbeeren kann ich auch Mulch machen. Interessant. Okay, das heißt, ich kann das nur kochen und den Kakao, mit dem kann ich dann die ganzen Gerichte machen. Gut, das heißt, diesen Rohkakao brauche ich für gar nichts. Das heißt, ich kann ihn in Ruhe, also ohne schlechtes Gewissen einkochen. Dann machen wir das mal. Wo ist denn der jetzt? Let's go. Ach ja, siehst du, jetzt weiß ich auch, warum die alle so wenig Strom gebraucht haben. Ich habe hier überall diese Batterie-Upgrades drin, ne? Deswegen verbrauchen die nur so wenig Strom. Wo ich in der vorherigen Folge versucht habe, meine Solarzelle auszulasten. Ja. Das war ja typisch. Das war ja wieder intelligent hoch 200. Los, koch schneller. Ach, scheiß Ding. Man jetzt hier eigentlich. Ah, ne, man kann da draufklicken.
Und reingehen kriege ich halt Schaden. Okay, man sieht nicht, wie weit die Dinger abgebrannt sind, oder? Obwohl doch da 0. Kann sein, dass das hier diese 0% sind. Dass da steht, wie weit die Dinger abgebrannt sind, oder? Was ist das? So. Einmal fertig. Sehr schön. Ja, jetzt kriege ich gerade ein bisschen Schaden, weil ich gerade ein bisschen radioaktivisiert bin. Mal schauen, wie lange ich Schaden bekomme. Der müsste ja bald wieder weggehen. Junge. Kommt jetzt mit ran? Nee, ne? Nein, ich bin in der Wand drin und du nicht. Blablabla. Na gut, gehen wir mal raus hier. So. Okay. Ich dachte eigentlich, die Radioaktivität nimmt über die Zeit wieder ab. So. Boah, Alter. Wow. Ja, wir waren ganz schön nah am Reaktor dran. Keine Ahnung, wie ich darauf komme, aber wow. Das nenne ich mal heftig. Wie gesagt, die Frage ist jetzt natürlich, ob das über der Zeit wieder abnimmt, diese Radioaktivität, oder ob die tatsächlich, also diese Verstrahlung, oder ob die bleibt. Das wäre halt mal interessant herauszufinden. Aber wie gesagt, wäre halt auch schon geil, wenn man hier irgendwie so einen Balken hätte. Weil bei dem würde man es dann auch genau sehen, ob es wieder abnimmt mit der Zeit oder wer oder wie oder was. Aber schon krass. War schon echt nicht schlecht. Gut. Das Schöne ist, in der Woche, wenn das Ding wieder aus ist, weil wie gesagt, die Dinger, die Stäbe halten glaube ich nur eine Woche, ist auch das Ding wieder komplett safe. Da kann man da drinnen wieder rumtun, wie man möchte. So. Warum ist hier eigentlich die Tür offen? Hier auch. Überall sind die Türen offen. Was ist denn los hier? So. Eigentlich könnte ich hier ohne Tür reinmachen, ne? Die Frage ist halt nur wie, weil hier ist halt ein Block. Das heißt, die Tür müsste dann so ein bisschen schweben. Was jetzt per se eigentlich gar nicht so schlimm wäre, fällt mir gerade mal so. Also, würde ich das mal so sagen. Haben wir hier noch eine schöne Stahltür oder so? Nee, ne? Wir haben ja hier alles nur Holztüren gemacht, ne? Stahltür. Sieht nicht so aus. Wir haben Stahlgitter. Ja. Bringt uns aber herzlich wenig. Gut, dann machen wir mal, gucken wir mal mit einer Tür. Nee, die ist hässlich. Ich würde gerne erst sowas hier machen. Und da brauchen wir davon 6 Stück. Heieiei. Verliestür, Stahlgittertür. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Vor allem, die werden beide aus dem gleichen Rezept gemacht. Wow. Ach, weil die von der X-Paints Mod kommt. Ah, okay. Na gut. Gut, Stahlgitter. Wie viel haben wir davon? Gar keine. Eins. Das ist echt. Das ist echt wenig. Okay, wir brauchen dafür wahrscheinlich geschmiedetes Stahl. Also für 16. Ah, okay, gut. Schmiedeeisenbarren. Let's go. So. Die würde ich jetzt gerne. So, genau. Jetzt haben wir zwar eine kleine Lücke, aber gar nicht so schlimm. Jawohl, das auch voll wie Eisen klingt. Krasser Sound. Echt wow. Das ist ja wow. So, die ist Eigentum von Ronix. Das heißt, die können wahrscheinlich keine anderen Leute öffnen, ne? Die kann nur ich öffnen. Interessant. Gut, okay. So. Okay,
Den restlichen Scheiß packt man wieder hier rein. Hier kommt das rein. Und hier kommt das rein. Perfekt. Okay. Dann würde ich mal sagen, was ist das für die Folge? Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Was sollen wir denn da machen? Mal schauen. Bis dann.